Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantworten. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Arten der Selbstfinanzierung und zwar aus bilanzieller Sicht. Das heißt, wir werden uns die Auswirkungen der Selbstfinanzierung in der Bilanz etwas genauer ansehen. Wenn man von Selbstfinanzierung spricht, spricht man hier von einer Art der Innenfinanzierung. Das bedeutet, die Finanzierung erfolgt vom Unternehmen heraus. Und es kann in zwei unterschiedlichen Arten erfolgen. Einerseits, indem Kapital beschafft wird, indem Gewinne nicht ausbezahlt werden. Und auf der anderen Seite durch das Einbehalten von stillen Reserven. Und deswegen unterscheiden wir hier im Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung zwischen der offenen Selbstfinanzierung und der stillen Selbstfinanzierung. Sehen wir uns das jetzt etwas genauer mit Hilfe der Bilanz an und wechseln hierzu auf diese Abbildung, wo wir eben hier eine Bilanz dargestellt sehen. Wenn wir uns zuerst mit der offenen Selbstfinanzierung beschäftigen, so sprechen wir von einer offenen Selbstfinanzierung, wenn diese anhand der Bilanz erkennbar ist, beziehungsweise in der Bilanz Werte sich verändern. Und im Zusammenhang mit der offenen Selbstfinanzierung wird eben darunter verstanden, dass Gewinne nicht ausgeschüttet werden, sondern im Unternehmen bleiben, beziehungsweise Teile des Gewinnes im Unternehmen bleiben. Und wenn wir uns dann das Ganze an der Bilanz anschauen, so finden wir diese Gewinnrücklagen natürlich etwas abhängig von der Rechtsform, also ob es sich hier beispielsweise um eine Personengesellschaft handelt oder ob es sich hierbei um eine Kapitalgesellschaft handelt. Hier haben wir die Bilanz einer Kapitalgesellschaft dargestellt und so finden wir hier in der Passiva eine Position der Gewinnrücklage. Das heißt, wenn ein Gewinn nicht ausgeschüttet wird und dieser im Unternehmen bleibt, dann finden wir diesen in der Bilanz in der sogenannten Gewinnrücklage. Das heißt, die Gewinnrücklage auf der Passiva-Seite wird dementsprechend erhöht um den nicht ausgeschütteten Gewinn. Und wenn wir eine Veränderung auf der Passivseite haben, dann müssen wir nanonett auch auf der Aktiva-Seite eine Gegenbuchung haben, beziehungsweise nicht Gegenbuchung, sondern eine Gegenposition haben, sodass sich Aktiva und Passiva im Sinne der Bilanzsumme dann wieder ausgleichen. Und diesen Gegenpart der Gewinnrücklagen, den finden wir im Umlaufvermögen, also im Rahmen der liquiden Mittel dementsprechend dargestellt. Das wäre einmal die Variante der offenen Selbstfinanzierung. Und im Gegensatz dazu gibt es dann die stille Selbstfinanzierung und hierunter verstehen wir nicht aktivierte Werte. Also hier geht es sehr stark darum, wie ist entweder das Vermögen oder die Schulden bewertet. Hier solche stillen Reserven können wir beispielsweise im Anlagevermögen finden. Stellen Sie sich vor, Sie haben in den immateriellen Vermögensgegenständen, also hier in der Aktiva, ein Patent drinnen, welches in der Bilanz mit 300.000 Euro bewertet ist. Wenn Sie sich dann alternativ auch den heutigen Marktwert dieses Patentes anschauen, so liegt dieser bei 400.000 Euro. Das bedeutet dann in weiterer Folge, wenn wir die 400.000 Marktwert gegenüberstellen von den 300.000 Bilanzwert, so haben wir eine Differenz von 100.000 Euro. Und diese 100.000 Euro werden uns sozusagen die stille Reserve, welche wir im Unternehmen haben. Und aus diesem Grund wird eben hier von einer stillen Selbstfinanzierung gesprochen, weil wir diese 100.000 Euro in der Bilanz eben nicht ersehen können. Und genauso gibt es dann die andere Geschichte, also hier in diesem Zusammenhang mit dem Vermögen haben wir eine Unterbewertung und wenn wir dann auf die Passivseite gehen, so gibt es auch die Möglichkeit einer Überbewertung. Das bedeutet, dass Schulden höher bewertet sind, wie sie tatsächlich sind, also beispielsweise bei Fremdwährungskrediten als Beispiel. Das heißt,
Wir haben Schulden bewertet mit 500.000 Euro. Der tatsächliche Marktwert dieser Schulden beträgt derzeit aber 450.000 Euro. So haben wir auch hier wieder ein Delta von 50.000 Euro, welches hier eben wieder so eine stille Selbstfinanzierung wäre. Wichtig natürlich im Zusammenhang mit diesen stillen Reserven ist es auch immer, unter Bilanz ist natürlich eben auch immer darauf zu achten, welche Bewertungsvorschriften habe ich. So, wenn wir uns zurückerinnern an einige andere Videos, welche wir bereits kommuniziert haben, gerade speziell im Zusammenhang mit dem Thema Bewertungen, so kennen wir einerseits das Niedrigwertprinzip und andererseits das Höchstwertprinzip. Also wir müssen immer möglichst vorsichtig bei der Erstellung der Bilanz vorgehen. Und dementsprechend eben bei den Vermögensgegenständen das Niedrigwertprinzip berücksichtigen, beziehungsweise bei den Passivas, beziehungsweise bei den Schulden eben das Höchstwertprinzip. Und das sind eben so diese zwei Arten der Finanzierung oder der Selbstfinanzierung, die wir in der Praxis häufig vorfinden. Also einerseits die offene Selbstfinanzierung durch Nicht-Ausschütten von Gewinnen und andererseits die stille Selbstfinanzierung, welche vor allem stattfindet eben über Unterbewertung bzw. über Überbewertung von Aktiva und Passiva. Ja, und somit sind wir dann auch schon am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.